Irgendwas, wozu ich den Schlüssel brauche? Ja, nee. Lass mal. Ja, super, danke. Eins, die blöde schrie und ich erwischte natürlich. Na gut, hier ist es ja vielleicht nicht mehr. Was haben wir hier noch? Ja. Das nehmen wir noch mit. Na komm schon. Was kann nicht richtig sein, was ich da mit diesem Tauchboot da mache? Muss eine andere Möglichkeit geben. Es wirkt falsch. Zumindest wirkt es falsch in dem Sinn, dass ich da irgendwie jetzt so um Luft ringe die ganze Zeit. Dass ich nicht da vor Ort noch irgendwo ein Luftding habe. Das wirkt sehr falsch daran. Und du mischst dich jetzt auch ein, oder was? So. Und bist du Winston weg? Falls es nicht noch eins gibt. Komme ich jetzt da wieder ran? Ja. So. Ich muss ja nochmal speichern. Und dann hängen wir natürlich wieder irgendwann eine Wand fest. Das ist schon wieder so geil. Ja, doch. Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo. I'm running next to you. So, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin so froh, dass wir diesen Fotomodus haben dafür. Hier ist die Tür aufgegangen. Ich würde sagen, nur für den Speicherkristall mache ich hier aber nicht hin. Welche Reihenfolge war das jetzt? Wo, wie war man da? So. Nein, 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 nimm das wieder. Ach, komm schon. Ja, zieht der Kampf wieder los. Tja, seid ihr auch noch da oder was? Oh, nee. Ich gucke jetzt mal, wo wir hin müssen. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt hier rein ist und dann dahinter ist. Und dann geht's da nach oben. Okay. Das ist dann in die Richtung. Ich probiere es einfach jetzt mal bis zum Ende durchzuziehen, so. Vielleicht haben wir Glück, dass es das gleiche Ende kommt. Ich muss bloß die Leiste oben im Auge behalten. Können wir mit denen arbeiten noch? Moment. Es ist nicht richtig, aber es klappt. Wir haben noch genug. Komm schon. Gib mir die Cutscene. Oh. Komm schon. Einmal noch vorsichtshalber. So. Oh Gott. Mädchen. Okay, das N. Eine beschissene Idee gewesen mit diesem Scuba-Ding. Entwickler,
Wenn dann so ein Ding, wenn es dann vielleicht ohne dass man Luftverbrauch hat. Wahrscheinlich gab es das irgendwo, ich habe alles vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Für mich hat es jetzt auch so in irgendeiner Form geklappt. Was hat man hier? Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, ich sehe schon. Warte. Wie komme ich da dran? Da drüben aus. Wie komme ich da rüber? Von einmal ganz durch, oder? Sushi Maker. Aber ja, irgendwie so. Okay, ich glaube zumindest nicht, ohne dass ich brenne. Okay, das auch nicht. Hey, ja, wir finden schon eine Möglichkeit. So sein soll, keine Ahnung, aber es klappt für uns gerade. Ich doch bloß nicht brennen. Nur ein bisschen Schaden kriegen ist nicht schlimm. Aber ich werde den Sprung dann nicht schaffen, ne? Oder? Ach doch, Gott sei Dank. Juhu. Mit die unmöglichsten Sachen, die ich versuche, ja. Und jetzt ist das Feuer natürlich aus. Ist natürlich sehr verlockend, nochmal zurückzuspringen. Aber das nur mit Speichern. Ja, das hier würde mich noch interessieren. Na los. Na ein Schrittchen. So. Dann haben wir das. Ich weiß nicht, was vorher angegangen wäre. Hier. Man muss anständig natürlich nochmal speichern, da wir ja die Medis jetzt wieder haben. Oder ein Medi. So, was haben wir hier von Waffel Maker, genau. Giovanni. Man muss es einfach mal trauen. Manchmal hilft einfach trauen. Machst du diese blöden Dinge aus oder lässt du die jetzt an? So. Ist der Vorteil bei PlayStation. Hab jetzt hier jetzt die Quicksave-Möglichkeiten. Jetzt hast du hier sowas. Hätten wir da. Ich weiß gar nicht, wo da weiter gewusst hätten. Müssen wir den Scheiß gleich nochmal machen, wa? Ich unbedingt hier hin muss. Aber es scheint doch wichtig zu sein. Ich kann die Schlüssel einsetzen. Ich würde sagen, ich hoffe nicht nur sowas. Ich will nicht wieder unter Wasser. Ich will nicht wieder. Wenn das jetzt hier irgendwo ist, okay. Aber das komme ich hier gerade eh nicht hin. Aber das ist nicht irgendwo hier. Fühlt sich nicht so an. Es könnte hier. Oh, lass mich mal durchlauern. Es könnte jetzt hier irgendwo gewesen sein. Da ist noch ein Hebel. Ich muss natürlich herausfinden, für was der Hebel jetzt ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der jetzt unten die Flammen ausmacht.
oder ausgemacht hätte. Hat das angemacht? Sieht jetzt aus? Hört es so an, ja. So, was war hier? Tap, tap, tap. Tap, tap, nach da wieder. Das ist ja überflüssig. Oder? Na, wo ich komme schneller an das Gitterzeug dran. Nee. Gar nicht so doof. Der Weg. Nur ich da nicht hochkomme. Okay. Ja, dann doch der doof. Dann ist der Weg doch doof. Hat der Weg nun davon. Hier. Nochmal die Quetschedinger. Ist ja klar. Diesmal sind wir Pfannkuchen gewonnen. Oh. Okay, noch nicht. Habe ich das Timing nicht mehr. Mano. Oh. Nicht zu früh. Badabababa, ich liebe es. So. Aber erstmal ist einfach nur Glück. Das Glück ist mit den Dummen, das wisst ihr doch. Mann, ihr guckt Case-App hier, also ich bitte euch. Was? So. Ich muss ja sagen, bis jetzt haben wir eigentlich noch nicht. Finde ich schon ernst, oder? Warum das denn jetzt? Nämlich die Typen noch einen angeschossen haben. Ich hoffe nicht. Hey, 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 hey. Nein. Ach, mache ich denn jetzt für Dummheiten? So. Jetzt, wenn es mal schnell gehen soll, weißt du? So, mal volles Herbe oder so. Speicher zu von denselben Punkten, kann das sein? Na gut, ich bin das mal durch. Nehmen wir halt ein Medis Oreal. So. Hatte ich eigentlich gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Bin der Meinung eigentlich schon, oder warum habe ich nicht geladen? Scheiß Ehrgeiz. So. Jetzt wieder runterfallen, sind Taucher aber echt schuld. Okay. So, speichern. Ich will noch mal gucken, ob ich jetzt hinter mir runterkomme. Ja. Wenn ich nicht wieder hochkomme, wisst ihr? Das wäre fatal. Entschuldigung. So, aber langsam könnten wir mal zum Ende kommen. Ich weiß auch nicht, wofür diese Hebel da jetzt war.
Ach Mann. Ich habe auch mal ein Glück. Ich habe ja noch gemacht. Ne? So hat der Motto, oh. Ich kann es auch nicht lassen. Ich kann es nicht lassen, Lara zu töten, scheinbar. Aber da muss ich durch. Das hat sich hier Job ausgewählt. Meine Wärme schon freiwillig hier, ne? Videospielheldin. Weiß ja nie, wer dich steuert. Lass es so ein wie ich sein. Tot, ne? Permanent. Okay, da war nicht gut der Weg da. Giovannimo? Giovannimo ist auch nicht gut. Okay. Mal. Muss mich unten mal angucken. Aber das sieht alles ziemlich tödlich aus. Darüber bringt mir auch nicht wirklich viel, ne? Kann ich mich an diesen Gittern festhalten? Nö. Okay. Wie soll ich das hier jetzt schaffen? Wo soll ich denn hin? Ich meine, da sind Gitter, die ich mich nicht festhalten kann. Da oben hin komme ich nicht. Kann jetzt mal gucken, ob ich da irgendwo hinspringen kann. Das sieht nicht so gut aus. Sieht alles nicht so schön aus. Habe ich hier irgendwas wieder vergessen? Ich meine, ich komme. Hätte sein können. Hätte ja sein können. Schlecht abbetreiben ist es auch nicht, oder? Nee, die schafft's einfach nicht. Okay, was muss ich hierfür noch tun? Ich meine, einfach nebenan. Es ist so einfach fucking dunkel da unten. Moment, Moment. Fackel hat es eigentlich mal heller gemacht, aber gut. Fackel liegt vielleicht gerade irgendwo beschissen. Spiel, wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Das hat doch bestimmt nicht mit diesem Hebel zu tun, oder? Aber es ist ja eine Alternative. Ich kann hier hin eventuell wieder zurück, da wir irgendwo einen Hebel gezogen haben, wo was aufging. Aber jetzt diesen ganzen Weg hier wieder zurück zu irgendeinem Hebel wirkt so surreal. Ich meine, wo müsste ich denn hin? Wo war denn das überhaupt? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Was ist hier? Ach, hier ist was zum Luftfilm, guck mal. Yay, es wäre leichter gewesen. Ich bin nur zu doof dazu gewesen, das zu finden. Hier ist das, oder? Dann wäre ich jetzt hier in einer ganz anderen Passage, oder was? Huch. Okay. Da es da sowieso was eine Sackgasse ist. Was ich sonst keine Ahnung habe, wohin. Ja. Leute. Ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt ziehen kann.
Oh, einen haben wir. Immerhin. So. Auch immer das ist alles war. Warte, ich glaube, Luft holen war. War direkt schon hier? Oder haben wir schon mal Krokodil am Arsch? War doch kein Luft holen? Oh Gott. Das war nur für die Kamera, schön. Was jetzt hier rein? Ja. Geil. Das war kein Luft holen. Zumindest glaube ich es nicht. Das sah so komisch aus. So. Ja, wir wissen ja, wir kennen das Spiel, ja. Was zum Teufel? Nein, du sollst nicht diese Scheißdinger nehmen. Soll das. Soll das gerade die Geräusche von diesen Pendeln sein? Ich bin mehr als confused gerade. Ich kann diese Pendel nicht ernst nehmen. Ich meine. Die sollen doch so nicht klicken, oder? Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie Ping-Pong. Ich bin verwirrt. Diese Levelabschnitte machen mich fertig. Ich weiß gar nicht, wo es danach hingeht. Naja, wenn es nicht so tötet. Ich kann den Dinger nicht ernst nehmen. Oh, wir töten dich. Pling, 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 pling. Gott. Sag mir bitte, dass es ein Soundfehler ist. Bitte, bitte, bitte. Das war schwerfällig metallisch klingen. So, wum, wum, wum. Hi. Ich bin gerade verwirrt von euren Scheiß da. Lass mich. Aber schön, mal wieder Menschen zu sehen. So. Ja. Was? Wo muss ich hin? Jetzt bin ich auf der Seite. Plügen, plügen, plügen. So. Was? Hier soll ich schon festhalten. Okay, ich weiß. Könnt ihr jetzt mal erklären, wie es weitergeht? Ich bin confused. Ich habe jetzt den ganzen Aufwand auf mich, nur um hier rüber zu kommen, wo ich hätte hinspringen wollen können. Ich habe jetzt keinen. Ich muss aber dahin. Ich habe jetzt keinen weiteren Hebel gefunden, dass hier unten doch schon Lava. Ich finde es raus. Nein, es ist keine Lava. Es ist irgendwie. Das ist Schmieröl von den Dingern, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie geht's hier auch nicht weiter. Ich nehme jetzt dieses Einbalsamierungszeug und springe jetzt hier mit Körper drunter. So, ich opfer mich jetzt hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade echt keine Ahnung mehr. Ich meine, was war jetzt noch zurück? Ich hatte da keinen weiteren Hebel. Es geht nichts mehr zurück. Ich komme hier nicht irgendwie nochmal rum.
Nee. Was habe ich vergessen? Was habe ich falsch gemacht? Ich kann doch hier nicht irgendwo in eine Art Wasser springen. Dass man sagen kann, man kommt irgendwo auf einen gewissen Punkt auf. Selbst den gibt es ja nicht. Ich glaube, für uns ist auch recht tödlich sogar. Ich meine, dachte ich bei den einen Dingen auch, aber. Uff. Ich muss hier rein, oder? Ich hab. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Ihr habt mich absichtlich abgelenkt mit eurem komischen Sound, oder? Dass ich das hier nicht finden sollte. Okay, wir sind schon mal wieder ein Stückchen weiter. Dieses Level ist so verwirrend schon wieder. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir hängen nicht unbedingt wie bei den anderen. Also es geht immer wieder ein Stückchen voran. Aber es geht nicht gut voran. Das ist einfach nur katastrophaler Mist hier. Aber das war London sowieso schon. So. Wir sind wieder ein Stückchen weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder. Langsam. Schön langsam, Lara. Ich muss das alles irgendwie abteilen mit Speichern und hier und da alles machen. Wir sind schon anderthalb Stunden dabei. Was mir jetzt bloß meine Aufnahme anzeigt. Gut, das Spiel sagt wieder deutlich weniger, weil ich im Menü, glaube ich, alles sowas nicht mitzählt als Zeit. Ich würde lachen, das Spiel ist jetzt gleich instant wieder vorbei. Jetzt, wo ich mich gerade über dieses Level hier aufrege, sind wir gleich durch. Und wenn ich denke, dass wir durch sind, kommen wir nicht durch. Das ist das Problem. Ah, Miss Croft, ich nehme an, Sie wollen sich verpflichten. Wozu? Zur Arbeit für die Firma. Sie wären die perfekte Verkörperung meiner Produkte. Überlegen Sie nur. Sie bräuchten diese unansehnlichen Waffen gar nicht mehr. Das nicht, aber Ihren früheren Versuchsopfern nach zu urteilen, bekäme ich dafür ein unansehnliches Gesicht. Meinen was? Oh ja, Sie leben noch alle, sind sogar ausgesprochen munter. Ich will nur das Artefakt. Sicher. Im nächsten Leben. Das werden wir noch sehen. Ja, dann haben wir das beendet. Das ist doch schon schön. Das Level ging viel zu lang. Ich gucke jetzt mal, wir gucken einfach mal, ob ich schnell speichern kann, weil ich jetzt gar nicht weiß. Okay, wir sind noch locker in ihrem Büro, also fängt noch ganz easy an. Damals hat sie bessere Aussicht gehabt. Ich speichere mal schnell. Da ist nicht für das irgendwie. Kann man jeden speichern. So, wo sie, wie heißt es denn? Innenstadt. Das ist, glaube ich, nämlich ein Kampf mit ihr zuerst. Und von daher. Ja, wir sind einfach, wo es hier durchgerollert. Ja, hier runterrutscht und hier durchgerollert. Okay. Ist ja, es geht immer schneller zu Ende, als ich denke. Und dann machen wir die Fische kaputt. Machen wir die Fische kaputt. Nee, darf man alles nicht. Gut. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen jetzt gleich mit ihr in den Kampf treten. Irgendwie habe ich noch diese leise Erinnerung, dass wenn wir jetzt hier rauskommen. Oder allgemein, wenn wir hier irgendwo hinkommen. Oh, das ist ein schönes Kampfgebiet hier, herrlich. Dass sie uns jetzt ein bisschen freudestrahlend hier erwartet und uns hier das Leben schwer macht. Ich hab Hubschrauber. Hab dich gefunden. Hubschrapp, schrapp. Wahrscheinlich ist sie hier auch irgendwo in der Nähe. Unser Ziel wird es sein, zum Hubschrauber zu kommen.
jetzt hier uns zu töten, wo auch immer sie ist. Ja, vielleicht ist sie auch Katzi-mäßig gerade weg, ich weiß es nicht. Ich werde das nicht raus, ich will es nicht herausfinden, darauf beschwören. Das kommt in der nächsten Folge. Einfach, ich bin auf Big Boss. Kann ich mich hinsetzen? Warte. Kann man mit dem Fotomodus uns hinsetzen? Ja, naja, fast. So. Ich sitze immer ein bisschen höher am Tisch. So. So, Sie wollen also eine Anstellung bei uns haben. Naja, das werden wir ja mal sehen. Seien Sie auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei. Dann überlege ich es mir mal, ob ich Sie einstelle. So, nein. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein. In dieser Folge sind wir sogar ganz gut durchgekommen. Bin ich ganz zufrieden mit. Nicht so verwirrt wie davor. Aber es lag jetzt irgendwie am Level. Ich hoffe, es wird besser. So, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.